Hallo und herzlich willkommen zu unserer Prognose des Champions League Rückspiels Barcelona gegen AC Mailand. Das Hinspiel ist 0-0 ausgegangen. Es war in Mailand und das war jetzt nicht so berauschend von beiden Teams gespielt. Jetzt haben beide eine neue Chance im Camp Nou und hier die Aufstellung der Katalanen im 4-3-3-System. Sanchez, Messi und Iniesta im Sturm und Valdés im Tor. Und bei den Mailändern Abiyati im Tor und zwei Spitzen, Robinho und Zlatan Ibrahimovic. Und hinten eine Viererkette und dann drei und einer. Hier der Anschluss und dann kommen wir auch gleich zur ersten Chance. Die war in der 6. Minute. Und da hatte Zlatan Ibrahimovic gleich eine große Chance. Hier abgeprallt von Valdés und dann schiebt er den Ball locker rein ins Tor und dann ist er mal mit der Nummer 11, hat er sein Tor geschossen. Und 6 Minuten Torführung für AC Mailand. Im Moment wäre Mailand weiter. Aber das soll ja noch nichts heißen. Die Partie ist ja noch nicht so alt und da lässt sich noch viel machen. Dann Szene von Barca. Sanchez kann nicht gestoppt werden, kommt er zum Abschluss und in den Pfosten und dann wird klärt Maxis den Ball ins Aus. Also Chance von Barca, die halten nicht den Kopf unter Wasser, sondern kämpfen hier mit. Wieder Sanchez. Sanchez sehr agil, 24 Minuten. Sanchez und der schießt wieder aufs Tor, aber Abiyati kann halten und Thiago Silva klärt diesmal. Hier nochmal Abiyati sehr solide und kann den Ball dann in eine andere Richtung lenken. Ibrahimovic schlüpft den Ball, aber Valdés hat damit gerechnet und kann den Ball somit abwehren. Und das war doch schon die erste Hälfte, also 1-0 für Mailand. Immerhin wäre Mailand weiter, aber ja, es gibt ja noch eine zweite Hälfte. Hier nochmal das 6 Minuten, das Tor von Zlatan Ibrahimovic. Und dann 47 Minuten, Xavi über Messi kann nicht gestoppt werden. Maxis kriegt ins Leere, Messi am Ball. Der hat Auge für Sanchez sieht in der Mitte Keita und der macht das Ding rein. 15 Minuten, da ist das 1-1. Und wenn wir immer noch Mailand weiter, das Auswärtstor hier im Camp Nou mehr zählt als das 0-0 letztes Mal. 1-1 also, aber ich würde mal sagen hier, Milan lässt nicht locker. Nocerino, oh, Valdés kann gerade noch parieren. Und dann war hier auch wieder eine Chance vom AC Mailand und hier ist der Wechsel. Pedro, Fabregas, Corain für Keita und Sanchez, also neue Männer. Man sieht, Barca will hier Druck machen. Da kommt Robinho und Ibrahimovic ist frei, aber der kann ihn nicht ins Tor schieben, denn Valdés steht da wie eine 1. Und ja, immer noch 1-1. Barca drückt Puyol auf Iniesta. Der nochmal einen Doppelpass auf Puyol und der langweilt nach Messi. Messi schießt aber Abiyati wieder souverän. Also es ist im Moment noch 1-1 und Ambrosini hat es mit den Nerven. Jetzt Boateng, nochmal Mailand. Boateng sieht Robinho, der aber gut einige Meter fast am Tor vorbei. Aber jetzt, vorletzte Minute, Iniesta, war das ein Elfmeter? Hier sehen wir nochmal eine Wiederholung. Iniesta schon vorbei, aber Abiyati spielt den Ball und somit ist das kein Elfmeter. Und immer noch 1-1. Und das war dann schon die Partie. Barca gegen Mailand. Mailand gewinnt mit, Mailand ist weiter, aber 1-1 ausgegangen. Das ist ärgerlich für Barca.